Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie auf das Herzlichste begrüßen aus dem Studio Ludwigshafen bei unserer Sendung Musikbox Deutsch. Wir haben für Sie heute Abend exzellente Künstler, Stars, Sänger und Sängerinnen engagiert, um Ihnen eine Stunde gute Laune zu bringen. Ich darf Ihnen als erstes vorstellen einen wunderbaren Kollegen, einen Sänger. Er textet, er komponiert und er produziert unter anderem La Pastorella, aus Böhmen kommt die Musik. Und er produzierte Ein bisschen Frieden von Nicole. Er singt heute, jetzt exklusiv für uns, den Titel Denk an was Schönes, Denk an Weihnachten. Ein herzlichen Applaus für Robert Jung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin auf der Durchreise hier in Ludwigshafen und man hat mich gleich überfallen. Bitte, Robert Jung, kannst du auch die Moderation machen? Und da ich ja nichts abschlagen kann, Herrn Biebinger überhaupt nicht, den ich heute zum ersten Mal kennengelernt habe, lauter nette Leute, dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich mache ich das. Es war ein weiter Weg hierher. Ich komme ja vom Stadtrand in München. Ich wohne in Baltham bei München und ich hatte schon immer große Angst, weil ich dachte, es wird vielleicht heute schneien und es wird nicht so leicht sein, herzufinden. Aber alles hat geklappt und jetzt bin ich hier. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, damit ich überhaupt weiß, um was es geht. Als nächstes
habe ich eine Sängerin anzusagen, die Melita. Melita, kommen Sie ruhig zu mir, damit wir ein bisschen reden können. Sie hat immer schon gern gesungen. Beide Titel, hallo, ich begrüße Sie. Sie ist zum ersten Mal vor der Kamera heute. Sie hat mir erzählt, sie ist zum ersten Mal vor der Kamera. Wir müssen Sie ein bisschen aufbauen. Sie müssen ein bisschen... Ja, schön. Na, sehen Sie. Also, sie hat schon immer gern gesungen. Der Bob Schneider hat beide Titel für sie geschrieben. Kassette hat sie an den Produzenten geschickt und dann ging es los. Bitte erzählen Sie. Ja, ich habe diese Kassette an Radio Neckarburg geschickt und dann hat man mich also weiterempfohlen an Herrn Martin Blum und der rief mich dann an und hat gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen bei ihm in seiner Musikantenschenke und ich habe spontan Ja gesagt. Und drum stehe ich auch heute hier, weil er das Ganze für mich arrangiert hat, dabei zu sein. Also, Melita wird als erstes singen, Dich mal wiedersehen. Und das zweite Lied heißt Griechische Nächte. Bitte. Und
weißen Strand. Das Meer lag glänzend im Abendrot und auf den Wellen glitzernd dein Fischerboot. In der Luft lag ein Duft nach Fisch und Wein. In der Taverne lud man mich ein zu Musik und Tanz die ganze Nacht. Ein Applaus, Melita. Melita Mercury. Melita, schön, schöner Name. Musst du noch Sirtaki lernen dazu? Weißt du, schön so. Ich war vor 14 Tagen in Genf bei Nana Muscuri, weil ich gerade mit der eine Platte mache. Und das ist eine ganz große Künstlerin, die verehre ich ungeheuer. Toll hast du es gemacht, Melita. Vielen Dank. Und nun geht es volkstümlich weiter. Und ich muss eines sagen, ich bin ja sehr glücklich, wenn ich bei einem Sender bin, der nur deutsche Musik macht. Es ist leider Gottes, ich mache ja diesen Beruf schon 30 Jahre, es ist leider Gottes für uns deutsche Schlagermacher sehr schwer geworden, reihum. Und wenn ich dann sowas höre, dass es so einen kleinen Sender gibt, der sich für solche Sachen Mühe macht und nur deutsche Sachen spielt, dann bin ich immer bereit, dann bin ich also immer zu haben. Komm zu mir, Dietmar aus Vorarlberg. Ich begrüße dich vielmals. Grüß Gott. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Bei euch liegt schon meterweise Schnee. Also Sie könnten schon zum Skifahren nach Vorarlberg fahren. Was habe ich mir alles aufgeschrieben? Aus Eck bei Bregenz kommen Sie. Beim ORF habt ihr den 4. Platz mal gemacht in der Superhitparade. Super Hits der Volksmusik. Ja, super, das ist doch toll. Wann war das? Das war dieses Jahr im Mai. Gibt es eine Sendung bei uns im ORF, die heißt Super Hits der Volksmusik. Da haben wir einen Titel eingereicht und sind wir 5 Wochen in der Wertung gewesen. Und die beste Platzierung war der 4. Platz. Das ist natürlich super gewesen für uns. Das ist doch super. Ja, gerade in Österreich gibt es ja so viele Gruppen und so viele gute Gruppen. Ich lasse mich überraschen. Die Original Wälder Echo aus Vorarlberg. Mit dem Dietmar und deine anderen Kollegen hast du gar nicht vorgestellt. Stell sie doch mal vor.
Ja, das ist, wir sind zu fünft. An der Trompete ganz außen ist unser Gerald. Und dann kommt unser jüngster Mann an der Klarinette, der ist 19 Jahre alt, unser Erich. An der Akkordeon ist unsere musikalische Leitung, unser Karl-Heinz. Und ganz außen ist der Gitarrist, unser Arnold. Und ich bin der Dietmar am Bariton. Ja. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, was ja eigentlich ganz wichtig ist. Die sind im Schnitt 19 bis 22 Jahre jung und, jetzt kommt der Hammer, sie sind schon seit 6 Jahren mit Tanzmusik unterwegs. Ja, um Gottes Willen, seid ihr alle so frühreif? Ich hab mit 17 angefangen, da war ich auch der Jüngste in der Band. Auch frühreif. Okay, ich wünsche euch alles Gute für den Auftritt. Das erste Lied heißt Boris Polka. Als Band, als Tanzmusikband auch auf der Bühne sind. Und da muss ich ja ein bisschen überbrücken. Es ist ja ein bisschen schneller gegangen, wie ich gedacht habe. Und schon geht's weiter mit Denn ich brauch dich. Ich kann dich nie mehr vergessen.
stets bei dir und ich denke daran. Denn die Tränen des Abschieds sind Zeichen für meine Liebe. Und ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Träume sind geblieben, Erinnerung an dich. Kurz war unser Glück, doch ich denk gern zurück. Die Zärtlichkeit, sie fehlt mir, ich vermisse dich so sehr. Gibt es wirklich keinen Grund zu sagen, komm wieder her? Denn ich lieb dich, ich brauch dich, ich kann dich nie mehr vergessen. Meine Träume, sie sind stets bei dir und ich denke daran. Denn die Tränen des Abschieds sind Zeichen für meine Liebe. Und ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Zeichen für meine Liebe. Und ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Und ich weiß, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Ich hoffe, euer Applaus. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen in der Hitparade am liebsten. Das war das Original Wälder Echo, die Gruppe Original Wälder Echo. Nun habe ich eine Ansage zu machen. Da staune ich jedes Mal, wenn ich im Fernsehen die Stimme höre. Eigentlich müsste ich dich so ansagen. Und jetzt kommt Hans Freistoß. Ich kann es nicht so wie... Weltmeister im Boxen, Hans Freistoß. Ich lasse mich überraschen mit Bambola. Grün ist die Zukunft. Hier ist Hans Freistoß mit Bambola. War Samstagnacht, dein Blick traf mein Herz wie ein Blitz heiß und schnell. Du warst nicht allein, er war bei dir. Ich wünsche mir sehr, ich werde mal neben dir. Ich kannte nicht deinen Namen und nannte dich einfach Bambola. Ich wusste nicht, wo du herkamst, doch du warst wunderbar. Nach dir, meine Gedanken voll Sehnsucht bei dir. Schlaflose Nächte, wie find ich zu dir? Ich flehe zu Gott, komm, lass dein Wunder geschehen. Ich kannte nicht deinen Namen und nannte dich einfach Bambola. Ich wusste nicht, wo du herkamst, doch du warst wunderbar. Wann kommst du wieder?
Ich danke dir. Ich danke dir. Ich möchte mit dir zusammen singen schon, aber mit dir im Boxkampf, im Ring, möchte ich lieber nicht stehen. Meine Nase schaut noch ein bisschen gerade aus wie deine. Hochachtung von älteren Männern. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Das war der Hans Freistadt. Dann habe ich zwei junge Mädchen anzusagen. Kommt ruhig gleich zu mir raus. Uns verbindet eine ewige Freundschaft, kann man sagen. Heidi und Pia. Die beiden hübschen Mädchen, vielleicht nehmt ihr mich in die Mitte, die beiden hübschen Mädchen wollen nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum feiern. Und ich bin ihr Produzent von Anfang an. Deswegen ist es mir eine ganz besondere Ehre, dass ich heute mit euch zusammen hier auf der Bühne stehe. 20-jähriges Jubiläum. Ich habe gleich gesagt, ja, seid ihr denn überhaupt schon so alt? Nein, die haben wirklich schon mit 5 Jahren angefangen, Musik zu machen. Und das Allerulkigste daran, die haben mir vor guten 10 Jahren haben sie mir eine Kassette geschickt und die habe ich total verlegt oder ich habe die total irgendwo vergessen oder irgendwas. Jedenfalls ein halbes Jahr später, ich weiß heute nicht mehr warum, bin ich auf sie zugekommen und habe sie unter Vertrag genommen. Alles andere ist Geschichte. Erzähl selbst ein bisschen. Ja, was sie alle schon gemacht haben. Ich glaube, das war damals so, du hattest genug anderweitig zu tun in Sachen Grand Prix und so weiter, hast einfach die Kassette nicht bearbeiten können und wir waren dann mal in einer Zeitschrift abgebildet. Du hast uns entdeckt und uns angeschrieben. Wir haben eine Demo-Kassette eingeschickt und dir hat es gefallen. Und dann ging's los. Also nächstes Jahr packen wir es nochmal zum Grand Prix. Wir versuchen seit Jahren in den Grand Prix der Volksmusik reinzukommen. Ich reiche immer schöne Lieder ein, aber bis jetzt hat es leider nie geklappt. Ihr habt ja schon beim Karl Moiker einen großen Auftritt gehabt, im Musikantenstadl und viele sonstige Sachen. Ihr wart in vielen Fernsehsendungen. Und heute im offenen Kanal, hier ist Heidi und Pia, Weiße Rosen vom Lago Maggiore. Weiße Rosen, die blühen nur für sie.
Das ist ein Lieblingslied. Das ist ein Lieblingslied von mir, die Weißen Rosen vom Lago Maggiore. Ihr wisst eins noch gar nicht, ich habe eine goldene Schallplatte dafür bekommen, für die Gesamtaufnahmen in Österreich für Weiße Rosen vom Lago Maggiore. Aber eines meiner wirklichen Lieblingslieder singen Sie jetzt und das heißt, im Garten Gottes bin ich zu Hause. Tausend Dank, Heidi und Pia. Nach dem schönen Jodler habe ich mir geschworen, ich werde wieder ein Lied schreiben mit Jodler. Habt ihr das gehört? Ein Lied mit Jodler bekommt ihr das nächste Mal wieder. Es geht weiter mit einer Gruppe, und der Tante, kommen Sie schon daher, und zwar sind das die Schwarzwälder Lausbube. Lausbube. Ich kann nicht Schwarzwälder, die Schwarzwälder Lausbube, die gibt schon 8 Jahre. Sie wohnen in einem Weingebiet, sind eine Liveband und der erste Titel heißt Zeit für dich und ist ein Trompetensolo. Thank you.
ein Genießer und kann es nicht verstehen, wenn andere ständig klagen, das Leben wäre nicht schön. Ich bin zwar kein Onassis und auch kein Wüstenscheich, ich habe einen Goldschatz, der macht mich wirklich reich. Du bist der größte Schatz der Welt, denn dich gibt's nicht für alles Geld. Wenn ich in deine Augen schau, dann sind sie wie Saphire blau. Dein Mund ist rot wie ein Rubin mit wunderschönen Perlen drin. Du bist der größte Schatz der Welt, ein Edelstein, der mir gefällt. Klingt dein Lachen, und's Herz ist ganz aus Gold. Ich hab mir's Glück der Erde an meine Seite geholt. Ab heute blitzt am Finger ein kleiner Diamant, denn du gibst mir für immer zum Leben deine Hand. Du bist der größte Schatz der Welt, denn dich gibt's nicht für alles Geld. Wenn ich in deine Augen schau, dann sind sie wie Saphire blau. Dein Mund ist rot wie ein Rubin mit wunderschönen Perlen drin. Du bist der größte Schatz der Welt, ein Edelstein, der mir gefällt. Der größte Schatz der Welt, denn dich gibt's nicht für alles Geld. Wenn ich in deine Augen schau, dann sind sie wie Saphire blau. Dein Mund ist rot wie ein Rubin mit wunderschönen Perlen drin. Du bist der größte Schatz der Welt, ein Edelstein, der mir gefällt. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie sich extra noch ein ganz besonders hübsches Mädchen geholt. Du bist der größte Schatz. Und es geht weiter mit zwei sehr hübschen Damen, die schon jahrelang unterwegs sind. Kommt nur zu mir. Und zwar heißen die beiden Anni und Moni. Waren schon zweimal bei Caroline Reiber, waren schon im fröhlichen Weinberg. Die Anni schreibt alle Lieder selbst. Herzlich willkommen im offenen Kanal. Hallo, guten Abend. Ich habe ja hier noch ein zweites Mikrofon. Bitte, bitte, bitte. Und Anni, dann weißt du auch, wie schwer es ist, ein schönes Lied zu schreiben, gell? Ja, allerdings. Es gehört Arbeit dazu, Zeit, Geld auch. Man muss ja auch produzieren. Aber es macht riesig Spaß. Macht riesig Spaß. Genau. Ich habe, nachdem ich einmal alles zusammengezählt habe, nach 3000 Liedern, bin ich selbst erschrocken. Es ist schon war schon ein langer Weg. Ich war schon sehr fleißig. Ich wünsche euch weiterhin recht viel Erfolg. Aber jetzt erstmal eure beiden schönen Lieder. Zuerst schöne Stunden mit Musik. Ja. Und dann all diese Dinge mit Anni und Moni. Dankeschön. Wünsche ich dir heute bei dir.
Glauben kannst du sehen ohne Licht, kannst du leben ohne Liebe. Ich kann es nicht, kannst du schreien ohne Stimme, kannst du atmen ohne Luft, kannst in Fesseln dich bewegen. Ich kann es nicht. All diese Dinge brauch ich zum Leben und niemand soll und darf sie mir nehmen. Ich brauche den Glauben, das Licht und die Luft, die Schönheit der Natur, Musik, Blüten, Duft. All diese Dinge brauch ich zum Leben und niemand soll und darf sie mir nehmen. Ich brauche den Glauben, das Licht, die Schönheit der Natur, Musik, Blüten, Duft. Kannst du streichen ohne Hände, kannst du malen ohne Stift, kannst du nehmen ohne zu geben. All diese Dinge brauch ich zum Leben und niemand soll und darf sie mir nehmen. Ich brauche den Glauben, das Licht und die Luft, die Schönheit der Natur, Musik, Blüten, Duft. All diese Dinge brauch ich zum Leben und niemand soll. Toll, ein toller Sound. Toll, Anni und Moni war das. Toll, toller, schöner Sound, schönes Lied. Der Grund, weswegen ich eigentlich hier bin, ist meine neue Weihnachtslangspielplatte, die da heißt Stille Weiße Weihnacht. Und wir sind ja kurz vor Weihnachten. Ich singe ein Lied aus dieser Platte, zuerst Kinderaugen aus Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein und dann ein zweites Lied, das Sie alle kennen, Haichi Bumbaichi. Ich habe einen neuen Text drauf gemacht. Also bitte hören Sie es mal an. Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein.
sie leuchten und glänzen und strahlen. Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Das schönste Bild vom Frieden und vom Glücklichsein. Das sind Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Mutter hat schon tagelang gebacken und es riecht nach Lebkuchen und Zimt. Weiße Blumen wie kristallene Sterne malt an alle Fenster liebevoll der Wind. Und die Weihnachtsglocken läuten, in die Herzen zieht ein Raunen, und man spürt es aller Orten, ein Erwachen und ein Staunen. Es ist wieder mal so weit, endlich wieder mal so weit. Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit. Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein, sie leuchten und glänzen und strahlen. Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Das schönste Bild vom Frieden und vom Glücklichsein. Das sind Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Bild vom Frieden und vom Glücklichsein. Das sind Kinderaugen im Weihnachtskerzenschein. Danke, danke. Ich werd wachen, ich wünsch dir glückliche Träume und Lachen. Zwei brave Schimmel vom Himmel hab ich dir bestellt. Sie sollen im Traum mit dir reisen, reihum in der Welt. Aber Haichi, Bombaichi, Bum Bum. Aber Haichi, Bombaichi, Bum Bum. Als ich damals ein Kind war, vor Jahren, ja, da hab ich zum Glück schon erfahren, die Liebe der Eltern ist groß und ist rein, und nun schenk ich sie weiter an dich ganz allein. Aber Haichi, Bombaichi, Bum Bum. Bye-bye.
sitzen, kann dir helfen und kann dich beschützen. Doch wenn ich nicht mehr da bin, dann schickt ganz geschwind der liebe Gott einen Engel für dich, mein liebes Kind. Aber Haichi, Bombaichi, Bum Bum. Aber Haichi, Bombaichi, Bum Bum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun alle zu mir auf die Bühne, das Abschlusslied. Ich verteile ein paar Texte, ich habe leider nur wenige, sie singen so wunderschön. Und Heidi und Pia kennen das Lied sowieso, weil sie es auch aufgenommen haben. Ich wünsche Ihnen allen wunderschöne Weihnachten und hoffentlich sehen wir uns bald irgendwo mal wieder. Alles Gute, alles Liebe, Ihr Robert Jung. Stille weiße Weihnacht heißt mein letztes Lied. Überall, dort in den großen